Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 4.10. Ich habe nicht viel zu erzählen, außer dass es mir nicht so gut geht. Irgendwie geht es mir die letzten Tage schon nicht so gut, obwohl ich das Gegenteil behauptet habe. Es fällt mir schwer, fröhlich zu sein. Und ich denke sehr viel nach. Und ja. Ich habe mir irgendwie was vorgemacht, dass es mir gut geht und so. Aber irgendwie so richtig toll geht es mir schon länger nicht mehr. Und ich habe auch Albträume, wenn ich mal schlafe. Und da ich sehr mondfühlig bin, habe ich gestern auch wieder sehr schlecht geschlafen. Den 5. Tag der Mondphase. Und ich hoffe, ab heute wird es besser. Aber ich habe mir heute auch noch ein Xanor geben lassen, damit ich es nehmen kann, falls ich nicht schlafen kann. Und heute ist Sonntag, heute man kann es. Morgen kommt Sonja, dann abwechselnd mit Corinna. Also übermorgen Corinna, dann mit Sonja, dann wieder Corinna. Und ich merke, dass mir alles extrem viel Energie kostet. Und durch das schlechte Schlafen wird es halt nicht leichter. Und das ist auch so, egal wie viel ich trinke, meine Haut zeigt so richtige trockene Stellen. Also mein Körper ist so am Durstleiden die ganze Zeit. Ich habe ziemlich hohe Zuckerwerte, was sich auch auf die Stimmung niederschlägt. Auch wenn man das nicht glauben mag, aber der Zuckerwert kann sich auch auf die Stimmung niederschlagen. Und das tut er bei mir eindeutig. Und ich fühle mich momentan ziemlich lost, wenn ich so sagen darf, weil ich nicht wirklich weiß, wie ich weitermachen soll. Und aber es geht mir nicht total schlecht, sondern nur so mittelmäßig bis schlecht. Mit der Tageslichtlampe, das stimmt, die habe ich jeden Tag laufen. Und geht mir auch besser, wenn die rennt. Also wenn die an ist. Und damit lässt sich es ganz gut aushalten, aber ohne die wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Sonst hat sich momentan nicht viel ergeben. Es gibt nicht viel Neues. Ja, es ist einfach jeden Tag gleich und es macht schon Spaß mit Corinna und Sonja, aber irgendwie ist es auch sehr anstrengend und da immer fröhlich zu machen und so, auch wenn ich mich vor den Mädchen nicht verstellen muss, aber irgendwie will ich nicht ständig so eine Fresse ziehen oder ein bisschen reingucken, weil es mir nicht gut geht oder weil ich mich nicht glücklich fühle. Und weil sie können ja auch nichts dafür. Und da kommen dann nur Fragen, was los ist, ob ich über was reden will. Und das ist momentan nicht der Fall.
Ich möchte über nichts reden, ich möchte am besten nur abgelenkt werden und das, was ich reden kann, rede ich hier mit Kerstin. Und das ist wahnsinnig anstrengend den ganzen Tag. Morgen kommt wieder die Volkshilfe. Das heißt, wieder mal aufstehen. Nachmittag ist wie gesagt Sonja da. Und dann werden wir mal schauen, was wir machen. Sonst fällt mir echt nichts ein. Es gibt einfach im Moment zu wenig, es tut sich zu wenig. Ich fühle mich wie beim ersten Lockdown. Ich unternehme zwar noch Sachen, aber irgendwie sitze ich trotzdem die meiste Zeit zu Hause. Und das fällt mir ziemlich schwer. Ich habe Gott sei Dank keine Schubsymptome. Das heißt, ich sollte in der nächsten Zeit nicht ins Spital müssen. Außer es kündigt sich eine Lungenentzündung oder so an. Aber es sieht nicht danach aus. Bei uns hat keiner Corona bis jetzt gehabt. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich muss mal aufzählen, für was ich alles dankbar bin. Weil ich glaube, dann ist das Ganze schon mal viel positiver. Aber naja, es ist auch nicht immer so einfach. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Ciao, macht's gut. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.